Willkommen, Duftetypen, zu einer weiteren Folge Gothic 2, die Nacht des Raben. Supergeil. Nein! Meister, sprich zu mir! So, wann, wir waren jetzt hier bei Harkon und haben so ein paar Banditen alle gemacht. Und 100 Gold verdient. Was haben wir denn jetzt noch so offen, was wir so in der Stadt machen können? Ich glaube gar nicht mehr so viel. Stimmt, wir haben einen Zettel bekommen. Den stinkenden Zettel aus dem Fisch. Irgendwas drin stand von wegen hier Halvor. Den könnten wir mal drauf ansprechen. Das wäre eine Idee, oder? Gehen wir mal zu Halvor. Quatschen den mal darauf an. Was der da mit den Banditen zu schaffen hatte. Und Pablo war irgendwie noch uns noch genannt worden, aber ich glaube, der gibt uns nur die Informationen, wo die wären. Schmieden. Ah, stimmt. Wir könnten noch mal ein paar Lernpunkte für ein paar Schwerter ausgeben. Das machen wir doch direkt, oder? Da bist du ja wieder. Der ist aber auch schon enttäuscht von uns. So ein bisschen, es klang schon so ein bisschen enttäuscht und genervt. So eine Mischung aus beiden. Da bist du ja wieder, ey. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Aber wir möchten lernen. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Edles Schwert für 4, ja. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Okay, nochmal für 6 edles Langschwert. Haben wir noch die Punkte? Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis dann schlägst du am... Das haben wir schon gehört. Jetzt für 8 die Rubinklinge. Jetzt haben wir unsere 10, unser Level schon wieder ausgegeben, die 10 Punkte. Aber ja, warte. Ich will da zuerst ran. Mach die Klinge heiß, wir schmieden ein bisschen. Lohnt sich hoffentlich. Eventuell ist das Schwert sogar auch ganz gut für uns eins, ne? Sollen wir gleich mal gucken, was wir da produzieren. So, Harad. Ist ja lieb und nett, aber ich muss da mal ran. Da bist du ja wieder. Ja, tut mir leid, ich möchte den Amboss nutzen. Nee, geh mal da nach hinten. Da bist du ja wieder. Geh mal nach hinten. Ey. Da bist du ja wieder. Alter, gehen Sie jetzt an den Herd, Alter. Sofort. Ja, man muss einfach nur mal eine Ansprache halten. Gewöhnliche Waffen. Edles Langschwert. Davon werden wir jetzt ein paar machen. Hi-ho, hi-ho. Wir sind vergnügt und froh. Lototo, lototo. Klappidi, klopp, klopp. Schmiedimeck, Schmiedstein. Oh. Nee, Harad, da bin ich jetzt. Nee, ich bin jetzt hier dran. Ja, kannst du. Nee. Ab an den Herd. Brauchst ja nicht so doof gucken. Ist aber auch echt so. Ist autistisch veranlagt, der Junge, ne? Oder ich muss jetzt auch mal da ran, ey. Aber wenn ich jetzt das Ding beende, dann schnappt er mir jetzt hier instant den Amboss weg. Ja. Der Sack. Aber vielleicht sind wir auch fertig. Womit denn? Aber müssen wir die noch abkühlen? Sag mal. Ich glaube nicht, Niki. Ich glaube, hier muss man gar nicht abkühlen, ne? Muss man hier gar nicht. 7 Stück. Oh. 70 Stärke, 80 Schaden. Boah, das ist auf jeden Fall ein Ticken zu krass für uns. Harad? Da bist du ja wieder. Wir haben Schwerter für dich. Da. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Boah, 2100! Da lässt sich auf jeden Fall mal anständig shoppen, ey. Not bad.
Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 2500 Tacken. Die sollten wir uns nicht abnehmen lassen. Das ist schon echt ein gut reicher Pinkel. Speichern wir mal rein hier. Schon nicht schlecht. Ich glaube da nicht dran. 2000 können wir auf jeden Fall einiges anstellen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wir können uns auf jeden Fall ein paar Zaubersprüche kaufen, eventuell. Und so ein paar größere Viecher platt machen. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Komm rein. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Was er mir erzählt, das macht mich ja schon scharf da. Später. Wenn wir alleine sind. Glaubst du wirklich daran? Hallo, Halvor. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Erzähl mir nichts, ich kenn sowas. Meinst du, mir geht es besser? Ich hab hier so einen Zettel. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Das ist doch schon lange bekannt. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Das ist doch alles nur Gerede. Na, was hast du denn im Angebot? Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Das hätte er auch selbst wissen können. Ach ja, was für Waren soll das dann sein? Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Ich habe einige solcher Fische. Fische? Das klingt schon wieder so ein bisschen so. Ich hab noch ein paar andere Fische. Ich hab für so etwas gar nicht. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich hab bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Ein paar interessante Sachen für dich. Dann zeig mir ja die Fische. Zeig mir deine Fische. Ich bin ganz deiner Meinung. Kosten die was? Ein bisschen was, ne? Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ein ganz normaler Fischpreis, oder? Oder waren die ein bisschen teurer? Er hat auf die falschen Leute gehört. Mal gucken. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Corinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Man weiß gar nicht, stimmt mehr, schon teilweise, ne? Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Corinis. Das ist wahr. Ja. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Okay. War da auch schon mal einen Schritt weiter. Gucken wir uns mal die Fische an. Da waren ja jetzt einige dabei, die besonders sind. Ein leichter Fisch. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Drei Dieträuche. Ein kleiner Fisch. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt.
Ein Ring. Schwerer Fisch. 50 Erz. Ich glaube, das hat das ja, fast wieder ausgeglichen, den Kaufpreis. Kugeliger Fisch. Erzbrocken. Ich bin ganz deiner Meinung. Ist hier auf jeden Fall deutlich seltener als Erz, ne? Anstatt in der Kolonie. Da hatten wir ja tausende Erzbrocken. Tausende. Mehrere tausende Erzbrocken sind da durch unsere Hände gewandert. Einen Ring haben wir bekommen. Sogar einen magischen Ring. Schutz vor Feuer. Ich glaube, den haben wir bekommen. Besser als nichts, würde ich sagen. Können wir ruhig mal anziehen. Ah, hier ist noch so ein Ding. Ein Hering. Lebensenergiepunkte. Warum der so besonders war? Haben wir jetzt irgendeine Quest verkackt, weil wir den gegessen haben? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber er schmeckte sehr, sehr gut. Schmeckte sehr, sehr gut. Ja, gut. Die Bootsbauer sollten wir mal fragen. Warum nicht? Fragen wir die ruhig mal, die Bootsbauer. Drüben. Machen wir da mal ein paar Nachforschungen. Die Bootsbauer. Garvel und seine Arbeiter. Hallo, Garvel. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Niemals? Warum wird es dann nicht fertig? Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben tausend Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff. Der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Interessant. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Tja. Das könnte damit zusammenhängen, auf jeden Fall. Also warst du schon mal, ich würde ihn ja fragen, warst du schon mal im Bordell gucken? Vielleicht ist er ja da mit dem Gold hingewandert. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Okay. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Die Orks. Es verschwinden Leute. So hat's mit Voldemort auch angefangen. Ne? Erst verschwinden die Leute. Dann kommt der Lord, der dunkle Lord, wieder zurück. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Okay. Warum hast du es so eilig? Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladin.
Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Der macht sich Sorgen, der Junge. Ja, ich würde mir ja auch schon Sorgen machen, ne? Wenn da alles so ein bisschen kritisch wird. So, welche Aufgaben haben wir denn noch? Informationen für Gabel. Das machen wir. Weil komplett abschließen können wir die Quest jetzt eh noch nicht. Können wir erst später. Oh, Fehler. Kommen schon wieder Fehlers. Wollen wir schnell speichern? Abgekackt. Semi-loading. They haten. Müssen wir nochmal die ganze Palaver nochmal machen. Wenn wir alle skippen. Keine Angst, wenn wir alle skippen. Ich habe was anderes. Ist eine schlimme Sache. Hey. Hey. So, da haben wir gerade nochmal alles nachgespielt, was wir gerade gemacht haben. Ist er denn abgekackt irgendwo? So, was hat er gerade gemacht? Nachdem, wo ist denn das gerade abgeschissen? Speichern. Das wollen wir. So, gespeichert hätten wir. Was hat er gesagt? Mit Farim sollen wir sprechen. Das wollen wir mal machen. Du hast das nicht gewusst. Machen wir so. Ach stimmt, hier können wir auch noch mal reingucken, wegen hier Dingsen, ja? Der muss mich doch jetzt triggern, oder? Hey du, komm mal rüber. Ich hab da was für dich. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Da wartet jemand hinter Halvors Fischladen. Wollen wir mal gucken gehen? Gehen wir mal gucken, würde ich sagen. Hinter Halvors Fischladen. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Der da. Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du und was willst du von mir? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Du hast dich loyal verhalten, auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance. Also nutze sie. Hey, sag mir doch einfach, warum du hier bist. Ich habe ein Geschenk für dich. Alles Weitere liegt an dir, Fremder. Geschenk für mich? Hey, hey, warte. Wer bist du? Attila werde ich genannt. Aber ist es wichtig, wie ich heiße? Unsere Namen sind bedeutungslos. Das solltest du am besten wissen, Fremder. Weil ich der namenlose Held bin. Kleiner Meta-Joke. Ja. Jetzt ziehst du hier bei der hier ein, oder was? Die Edda. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Jo, gerne. Aber ich würde dir auch gerne angucken. Jo. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Weiß gar nicht, haben wir Fische? Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Sehr nice. Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Och man. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. So, ich dachte, die Unschuld. Ja. Gut, Edda.
Aber eigentlich ist es richtig ein nettes Mädel, ne? Ist aber häufig so, ne? Die Ärmsten der Armen sind meistens auch die Nettesten. Die hat nichts. Die hat eigentlich nichts, aber lädt trotzdem einen Wildfremden ein, bei ihr zu pennen, so. Damit er nicht auf der Straße pennen muss. Kann man auch schon sagen, die hat echt ein großes Herz, die Dame. Das ist schon bemerkenswert. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe für so etwas keine Zeit. Nicht schlecht auf jeden Fall. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ich kann das nicht glauben. So, Farim, oder wie der hieß, den konnten wir mal besuchen, den Fischer. Der soll noch Informationen haben, sagt der Bootsbauer. Dann wollen wir den mal abklappern. Rohes Fleisch. Erstmal räumen wir seine Hütte aus. Ah ja, alle mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ah, hier liegen noch Fische. Die kann uns die Edda dann die Tage lang mal verkochen. Oh, eine Klappmuschel. Kann man die aufmachen? Ich glaube nämlich ja. Ich glaube, da wartet man nicht. Sicherung. Ach, die Fische habe ich hier noch nicht aufgemacht. Wird ja alle gerade nachstellen müssen, weil der Speicher kaputt war. So, da das Ding. Verrosteter Schlüssel. Meersalz hat diesen Schlüssel zerfressen. Das war das, was uns Attila gerade gegeben hat. Attila hat uns gerade diesen Schlüssel gegeben. Meersalz hat diesen Schlüssel zerfressen. Klappmuschel. 30 Wert. Wollen wir es aufmachen? Perle erhalten. Ist die Mehrwert? 120. Nicht schlecht. Ey, Farim. Was geht denn so ab? Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Miliz? Was? Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Das ist bitter. Das ist bitter. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Stimmt allerdings. Das sind wahre Worte so. Mich interessiert das. Gib mir all deine Fische. Ey, so viel sind wir, glaube ich, nicht, ne? Das ist schon eine arme Wurst. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wäre aber fair, dass du zumindest ein bisschen Kleingeld kriegst, damit du dich selbst ernähren kannst. Ja, vermissten Leute, deswegen sind wir eigentlich hergekommen. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und, was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Der William. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Sich nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ein paar Tage? Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager.
Da habe ich sie gesehen. Okay, okay. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist er schon zu lange weg. Oh. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Richtig pessimistisch, immer die Schwarzmalerei hier. Einfach mal ein bisschen lachen hier. Traurig, traurig. Gut, wir haben hier noch gehört. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Der ist auch richtig niedergeschlagen, deswegen. Das merkt man schon. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Armer Bursche. Armer, armer Bursche. Wollen wir ihnen doch mal helfen. Vorher klauen wir ihnen hier noch das Gemüse. Feldknödel. Ah, wir können jetzt auch mal unser Fleisch verbraten. Hier ist nämlich eine Pfanne. Ah, hier ist immer einzeln. Ich habe nämlich gelesen in der Mod, dass man nämlich das nämlich nicht mehr einzeln braten muss, so wie im ersten Teil. Du wirst ja wahnsinnig, wenn wir hier jetzt 70 Keulen wegbraten. Sondern haben wir überhaupt gar kein, wir haben gar kein gebratenes Fleisch bekommen, kann das sein? Hier Rotfleisch, 67. Aber das ist einfach gerade vernichtet oder so? Ja, hier ist weniger geworden, aber gebratenes Fleisch haben wir nicht bekommen, oder ich bin gerade blind. Ist das vielleicht durch die Mod kaputt? Weil eigentlich sollte man sich aussuchen können, wie viele Sachen man gleichzeitig brät, damit man nicht die ganze Zeit da hängt wie so ein wie so ein Wahnsinniger am Fleischbraten. Aber dann geht es vielleicht nur am Herd. Und das Ding, das Feuer scheint verbuggt zu sein. So, ihm hier können wir mal anquatschen. Hey du, du hast hier oben nichts zu suchen. Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Wieso das denn? Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Mhm. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Alles klar. Was hat er denn so? Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Wir haben mal ein bisschen Knete, vielleicht können wir ja ein bisschen shoppen. Oh, Meisterdegen? 2400, das ist aber auch schon. Wäre aber auch eine Waffe, die wir relativ früh anziehen können, die auch ziemlich stark ist. Ja, 120 Schaden ist nicht wenig, 60 Geschick ist auch nicht zu viel zum Trainieren. Und es gibt sogar noch einen Einhandbonus. Ist schon echt nicht schlecht. Aber 2,4 ist schon echt krass. Vor allem würden wir die jetzt auf Vorrat kaufen. Runenschwert. Riesenmachete. Ja, so eine Machete ist auch cool. Die sehen schon cool aus. Langschwerter. Edles Langschwert. So ein Ding haben wir doch selber gebaut. Edles Kurzschwert. Kurzschwert der Miliz. Ne, nicht wirklich, ne? Also das Edle hier wäre eventuell eine Sache. Ring der Magie, Mana Bonus. Heiliger Pfeil. 100 Schaden, Paladin-Zauber, Licht, mit der runden Mulred-Fett. Ich glaube, das Mulred-Fett brauchten wir für irgendwas. Ich kaufe mir das mal für 10. Für irgendeine Höhle, damit wir in irgendeine Höhle reinkommen. Habe ich noch so grau in Erinnerung, da braucht man Mulred-Fett.
Weil dann so da so eine komische Winde ist, die man drehen muss. So, Fischer Farim hat ein Problem. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Sehr, sehr gut. Alle Kisten noch da? Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an, sonst rufe ich die Wachen, klar? Ja. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Kriegen wir hin, oder? Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Werden wir irgendwann mal angehen. So, wir haben eine ganze Menge gelabert schon wieder. Jetzt aber auch laberlastig. Ja, irgendwann müssen wir die Dialoge auch mal uns reinziehen. Ich würde sagen, damit wir wieder ein bisschen Abwechslung reinkriegen, schwimmen wir erstmal da rüber, wo der Fischer gesagt hat. Machen wir das mal noch zu Ende. Jetzt geht's. Schwimmi. Das Wasser sieht auch echt gut aus. Vor allem hier ist so ein riesen, das ist so ein Piranha, ne? Hier im Wasser, der hier. Also so von der Optik sieht das Vieh hier unten auch so aus wie so ein Piranha. Aber hier ist ein bisschen verschwommen. Hier von oben sieht man den besser. Der so unten da an der Wasseroberfläche lang schwimmt. Das ist schon echt schön. Vieh. Anfangs so beim ersten Mal zocken hatte ich richtig Angst, hatte richtig Respekt vor dem Vieh. Da dachte ich so, wow, shit, es kommt näher. Das ist schlimm. Das frisst mich auf. Aber war dann doch ganz okay. Und da ein Stück weiter vorne, ich glaube da vorne schwimmt auch so ein Rochen, ne? Da unten am Boden. So, hierhin, sagt er. Hier gibt es auch voll viel Stuff zum Einsammeln. Steintafel, Muschel. Oh, eine Tafel. Steintafel der Magie 2. 4 Mana plus. Nicht schlecht. War hier nicht auch am Wasser irgendwie so Muscheln oder so? Sieht hier. Die sind so klein, die Items. Manchmal sieht man die halt voll schwer. Mir war so, dass hier relativ viel rumliegt. Was haben wir denn da? Hornmuschel. Da guck, da ist ja jemand. Hallo? Wir sammeln erstmal deine Insel ab hier. Deine Bucht. Feldknöterich. Klappmuschel. Hornmuschel. Die können wir gleich alle mal noch aufknacken. Gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar coole Perlen oder so. Das wäre schon nicht schlecht. Lululul. Fisch. Du,
Systematisch wird hier alles abgelaufen. Da ist noch was, oder? Hier ist Textur. Oh, was ist da noch? Feldknöterich. Eine Truhe. 32 Gold. Die Firma dankt. Fisch. Da sitzt er. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Also, ja, so ein bisschen Händler, ja. Ich habe da schon mal gehandelt, aber ich bin kein Händler. Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir noch mal in die Finger kommen, sage ich dir. Wer bist du denn überhaupt? Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnes. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Liegt vielleicht daran, dass die meisten Leute das geskippt haben, ne? Ja, ich weiß, der war schlecht, aber passt halt irgendwie. Muss ich dich kennen? Jetzt sag mal nicht so vorlaut, Bursche, sonst lernst du den alten Skip mal kennen. Ich skip dich gleich weg, Alter. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Mit einer Kogge oder einem Schiff. Ist eine Kogge kein Schiff? Ist doch auch ein Schiff. Oder nicht? Weil er sagt so, boah, eine Kogge oder ein Schiff. Er ist doch beide ein Schiff. Warum zählst du das auf? Ist doch beide das gleiche. Er wollte halt cool klingen. So, boah, ey, ich hab Seemannsfachwörter drauf da. Ja. Eine Menge Einwohner werden vermisst. Und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Ah, verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kram. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Mhm. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pack, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korinnes. Okay. Banditen. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt. Wie hieß denn der Hund nochmal? Ach, mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinnes finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Ich habe hier eine Landkarte. Die ist ja schon vollgemalt. Ach, da macht mir das ja gar keinen Spaß, dir deine Karte zu verschandeln. Dann werde ich es dir wohl beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt Onar.
Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Dexter. Das habe ich jetzt nicht geskippt, das ist von alleine weggegangen. Na, skip. wo habt ihr die Leute hingebracht? Na, das hat er mir doch. Nee, das hat er mir noch nicht erzählt. Er hat mir erzählt, wo die Banditen sind. Fragen. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Okay. Alles klar, skip. Sammeln wir mal hier noch deine Fische ein. Boah, ist aber auch ein Sturm. Man sieht da nichts mehr durch den Sturm. Das ist ja schon gut gemacht. Kann man hier noch rumfliegen? Eine Axt. Hammer. Gold. Apfeltabak. Sumpfkraut. Alles, was der so zum Frühstück hat. Nehmen wir alles mit. Solange er nicht meckert, nehmen wir alles mit. So. Fackeln, ja klar. Fackeln sind auch gut. So eine Kiste. Käse, Steintafel, Gold. Ja. Haben wir alles. Gut. Skip. Ich glaube, ich habe hier alles eingesammelt. Gehen wir wieder. Vorher speichern wir ab, wir haben echt eine Menge gemacht. Ein Hornmuschel. Eine Hornmuschel. Hier am Schiff vielleicht noch was? Ich glaube nicht. So, gucken wir mal uns die Muscheln an. Was haben wir denn da so alles eingesammelt? Klappmuschel. Gletscherquarz. Hornmuscheln. Wo Premiumfehler wird? Nichts zu holen. Klar. Natürlich. So, da sind wir wieder back. So, machen die Muscheln trotzdem gleich mal auf. In der Hoffnung, dass nicht alle kaputt gehen. So, dann machen wir die mal auf hier. Bap, badadab, bap, bap, Klappmuschel. Warum haben wir jetzt zwei? Ja, gerade haben wir einen eingesammelt. Eine Perle und dann eigentlich einmal Gletscherquarz, ne? Nichts zu holen. Die sind random. Die sind random, was da rauskommt. Weil gerade eben haben wir aus der Klappmuschel Gletscherquarz bekommen. Das sind Lootboxen. Schon damals in Gothic. Lootboxen. Mit random Loot drinne. Interessante Sache. Das hatte ich so gar nicht so in Erinnerung. Ich wusste ja, die kann man aufmachen und da ist Zeugs drin, aber das ist zufällig. Interessant. Nur, es gibt noch keinen Ingame-Shop, wo man sich die Muscheln kaufen kann. Für echte Euros. Damals waren, ne, oder? Doch, es war schon Euro zu Gothic, ne? Aber so kurz nach der D-Mark-Zeit, ne? Hornmuscheln. Muschelfleisch. Perle. Gletscherquarz. Aquamarin. Aber es ist interessant, dass das random ist. Interessant. Oder es funktioniert. Ja, ich glaube, ein bisschen zufällig wird es schon sein, aber es könnte auch so funktionieren wie die Kisten in Gothic 3. Da gibt es ja auch so schwere Kisten oder was, so Special Loot Kisten für die Dungeons. Und die funktionieren ja so, nach einer Reihenfolge. Es wird einfach gezählt, wie viele. Also die haben alle so einen Pool an Loot. Das heißt, die erste schwere Kiste, die man aufmacht, da wird immer das gleiche drin sein. Egal an welchem Standort man die öffnet. Ja? Ob später im Spiel. Aber die erste Kiste hat immer das gleiche, die zweite, die dritte hat immer das gleiche. Unabhängig von dem Standort, wo eine aufgemacht wird. So funktioniert es ja bei Gothic 3. Und ich glaube, das könnte hier ähnlich funktionieren. Nicht nur, dass die erste, zweite Muschel immer das gleiche bringt, sondern dass es so einen Pool an Loot gibt.
Und insgesamt gibt es, keine Ahnung, 3 Perlen um 3-mal Quarz oder so. Und dann wird einfach immer eins abgearbeitet, so bis der Lootpool leer ist. Und zufällig immer eins rausgenommen. Könnte auch so funktionieren. Wäre eigentlich auch eine coole Idee, ne? So für so eine Mechanik. Ja, so, über sowas denke ich, muss ich immer nachdenken. So, hey, wie funktioniert das? Ist das komplett zufällig? Oder wie? Oder was? Aber interessant. So durch den Absturz so eine Kleinigkeit. Ich dachte, ja, gar nicht mal so schlecht. Random Loot. Alles so eine Kleinigkeit. Warum Gothic eigentlich damals schon so ein starkes Game war. Ja, hat schon Elemente, die es heute eigentlich ja, Standard sind. So Random Loot zum Beispiel. Nicht schlecht. So, Laris. Wollen wir mit Laris nochmal abtackeln und schnetzeln? Zeitlich? Schaffen wir das noch? Oder machen wir das nicht? Ich glaube, wir machen das mit Baltram hier fertig. Machen die Questreihe in der Folge fertig, würde ich sagen. Da ist das nicht alles so durcheinander. Aber so bin ich halt. Ich spiele mal alle durcheinander. So, da ein bisschen Quest angefangen, hier ein bisschen gemacht. So ist das halt. Baltram. Den können wir nämlich auf den Piraten mal ansprechen. Aber dort. So, Baltram. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Aber wir könnten ihn verpetzen, was so krass ist. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Kommt drauf an. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Ja, er auch? Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Eine Kogge ist doch auch ein Schiff, oder nicht? Das hört sich bei mir mal so an, als wäre das was anderes. Wenn die dir so erzählen, das oder das, das ist wie Ketchup oder Mayo. Zwei verschiedene Dinge. Aber eine Kogge ist doch auch ein Schiff. Weil ihr seht jetzt falsch. Das ist ja nicht der. Verblödet seid ihr. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegen kann. Rum tut gut. Rum ist eine schöne Sache. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zurzeit nicht verlassen. Hier. Nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. 3 Flaschen sollten es schon sein. Das war alles, was ich wissen wollte. Also noch was? Zeig mir deine Ware. Nö. Nicht neuet. Gut, dann tackeln wir mal wieder zum Skibbidi-Dibbidi-Dibbidi-Da. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher. Ja. Zu unserem eigenen Schutz. Ja, zu der Insel da drüben? Später, ne? Ich glaube, erst wenn wir so Schlösser knacken haben und so, dann lohnt sich das. Da ist ja auch cooles Zeugs drin. Aber da ist noch eine Muschel. Klappmuschel. Spawnt die nach? Oder habe ich die einfach nur vergessen? Interessant auf jeden Fall. Save the Universe. Yeah.
Ich hab ein Paket, jawohl. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel das Essen da in dem Paket drin ist. Ah, könnte man sagen, ja, das ist Bar Wolf oder so. 2 Flaschen Rum für ein bisschen Essen. Je nachdem, wie viel das ist. Das ist eigentlich ein fairer Tausch. Das sieht auch geil, so mit der orangenen Spiegelung da von der Sonne auf dem Wasser, weil die gerade untergeht, ne? Das ist auch so kleine Details. Echt schön. Gefällt mir. Alte Spiele im neuen Glanz. Da wird ja schon wieder duster, da muss man bald wieder schlafen hier. Boah, wieder duster hier. Deine Meinung will keiner hören, ja. Sprich da die Wahrheit. Wir machen mal Licht an hier. So geht ja nicht. Geht ja so nie weiter. Sehen ja nichts mehr. Schade ist, dass die Laternen nicht in Anführungsstrichen angehen, ne? Das wäre halt auch cool, wenn die noch beleuchtet werden. Ich glaube, das würde ein ganz anderes Feeling kriegen, gerade so mit diesen. Dieser Grafik, ne, wenn dann so vereinzelt noch so ein paar Lichtquellen. Weil so ist halt wirklich, sieht duster aus, so. Stromausfall in der Stadt. Na gut, Strom gibt's ja hier nicht, aber, ne? Wisst, was ich meine. So, ist der noch an seinem Marktstand oder ist das schon zu dunkel für ihn hier? Nö, da ist er noch. Hallo, Baltram. Ich hab den Rum. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer, was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. 10 Gold. Dafür, dass ich hier durch den halben Hafen geschwommen bin. Das ist richtig wenig, ja. Vor allem für so ein illegales Geschäft auch noch. Für den Weg zu Bauer Akil hoch, das ist ja nur die Straße hoch, das ist ja nicht mal so krass weit der Weg. Wollt er mir 50 Gold geben? Ja? Bei ihm würde ich mir nochmal ganz klar seine Prioritäten überdenken. Ich würde lieber die 50 Gold dem Typen geben, der da die illegalen Geschäfte macht, und 10 Gold dem Typen, der da zum Bauer Akil geht. Ich würde es den auch andersrum machen. So, wir checken jetzt hier ins Hotel ein und gehen nochmal schlafen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich sehe, wir erreichen aber auch das Ende der Folge. Dann würde ich sagen, machen wir hier Ende. Weil jetzt nur so aufploppt, das kennt ihr alle, ich erzähle das in jeder Folge. Ich müsste das eigentlich einmal aufnehmen und dann, so wie das viele andere machen, einfach immer dieselbe Endcut dahin. Aber das ist ein bisschen nicht. Ich gehöre irgendwie dazu, dass das irgendwie so immer anders ist. Oh, könnt ihr da so raufklicken, was da so aufploppt, so Videos, dies, das, Ananas, Daumen hoch, runter. Kennt das Spielchen. In dem Sinne. Haltet die Ohren steif, wir sehen uns. Supergeil.